Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Space Engineers Coop. Zwischen den Folgen ist wieder ein bisschen ein paar Kleinigkeiten passiert. Hier gibt es jetzt endlich einen schönen großen Container. Der wird hier gerade von unten befüttert und sind die Verbindungen unten eigentlich schon alle fertig geschweißt gewesen? Das weiß ich nicht. Hast du sie fertig geschweißt? Nein, ich habe sie nicht alle fertig geschweißt. Tja, dann sind die wohl nicht fertig geschweißt. Ja. Da hätte sich dann irgendjemand wieder gewundert. Ja, du hast das Ding einfach zugelötet. Das stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt gar nicht. Du bist da rausgekommen und dann hab ich halt, ne, Klappe zu, Affe tot. Ja, und was ist das denn für ein Job? Du arbeitest in der Qualitätssicherung, da hättest du doch nochmal nachgucken müssen. Ich werde nicht fürs Nachgucken bezahlt. Okay, das sieht tatsächlich so aus, als würde das hier tatsächlich funktionieren. Tja, und jetzt müsste eigentlich hier auch Gestein durchfließen. Genau. Oh, hier wurden Sachen reingeknallt. Okay. Dieser Container wurde... Ja, aber da kam gerade ein bisschen Gestein durch. Okay. Ja, da kommt immer wieder so ein bisschen Gestein durch, weil die Bohrer jetzt wieder immer mal so peu à peu ein bisschen was... Ja, genau. Was ja, deswegen kriegen. Brauchen wir ja die Raffinerien, dass hier auch das Stein durchgestoffwechselt wird. Ja. So, spätestens, wenn wir jetzt hier irgendwie wieder ein bisschen mehr Gas geben und die wieder mehr Material reinschieben. Aber das Schöne ist, das Material, das wir da reinschieben, das wird verwurstet und wir müssen es nicht von Hand abkrabbeln. Nur mal so, wie viel Eisen haben wir denn überhaupt gerade? Naja, das sind ja eher homöopathische Dosen, die hier irgendwie rauskommen. Gut, im Container haben wir noch eine ganze... Okay, ich will nichts gesagt 100, haben. 137.000. Nee, es sind eher so viele... 487.000. Das genau. Wird gerade hin und her geschoben. Ja, vom Dings Inventarverwaltungssystem. So, und hier noch ein bisschen... Ja, Anlassingenieur, genau das ist der Fall, was Einhorn Power sagt. Ach, es wird gerade, es gibt hier gerade wieder Diskussion im Chat, was das da an meiner Schulter ist. Das sind seine Auszeichnungen. Das sind die, ja, genau, für besonders schlechtes Gameplay und langatmiges Let's Play. Genau. Hasso, grüß dich mal lieber. So, Hallöchen, Hasso. Frage, Sven, kann ich dich jetzt erstmal wieder mit dem... Hasso hat auch schon eine Dreiform. Form ja, Dings. Ja. Das geht irgendwie schnell hier bei uns, habe ich so das Gefühl. So. Okay, das sind Waserstoff. So, da hinten fangen wir an der Stelle an. So. Oh, da habe ich hier schon was ganz anderes gebaut, was jetzt nicht mehr aktuell ist. Das ist aber schön. 2, 3, dann haben wir wieder 4. Jawohl, geht. So, Control mit einer Maustaste. Nein, rechte Maustaste, nein. Alt. Was willst du denn tun? Ja. Ich habe alles abgelegt. So. Ich habe geschlafen. Genau. Okay, genau. Also, genau sagt er da halt einfach. Ja, natürlich, ja klar. Einfach mal genau sagen. Okay, Markus. Ja. Du wolltest gerade was. Bestimmt, ich hab's nur wieder vergessen. Ach so, na gut. Ach so, ich hatte nur gemeint, ich würde mich dann jetzt erstmal wieder weiter um das Gunship kümmern. Okay. Falls ich dich dann mit diesem komischen Gebäude da hinten alleine lassen kann. Ja, okay. Du weißt es selber auch noch nicht genau, ne? Ja, nee, ich weiß irgendwie... Also eigentlich ging es mir ja nur darum, hier eine ordentliche Raffinerie und Verstoffwechslungsanlage hinzubauen, weil uns sind halt die Sachen nach und nach ausgegangen. Das ist und richtig. Unsere Basic Refinery kam halt nicht mehr nach, weil Splitzy's Mod, das war ja von Splitzy, glaube ich. So. Ja. Hatte die Gesteinsverarbeitung runtergedreht. Genau, und zwar so, dass das nur noch die Basic Refineries können. Und das wussten wir nicht. Wir dachten tatsächlich, das ist ein Bug.
Ja. Oh, nur um nochmal so, um euch nochmal abzuholen. Ich hab's einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. So. So, was mache ich da jetzt an der Stelle, wo das da hochgeht? Das ist hier drüben, kommt einfach schräg, okay. Was wir hier aber, glaube ich, nochmal machen ist, da packt man auch mal schwere Panzerung rein, einfach damit es hier irgendwie nicht so blöd diese hässliche Eckkante hat. Nein! Und so, dann ist es wenigstens ein bisschen durchgängig. So. Okay. Dann gehen wir hier hin und dann machen wir doch mal hier das hier. Shift P. Dann. Ach Mist, das war gerade wichtig. So. 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 Packen wir auch noch ein bisschen schwere Panzerung rein. Einfach, ja, weil. Gründe. Weil es geht. Na, was ist denn so meh? Naja, wenn du einen Block daneben setzt, weil das halt auf einmal so plupp macht und weg ist. Na. So. Ja, das ja, ist das ein bisschen ein Problem. Ja. Das sind zwei in der Breite und dann gehen wir erst hoch, okay. So. So, nehmen wir das hier mal mit. Ich glaube, meine Grafikkarte hat schon wieder ihre Undervolt-Einstellung zurückgesetzt, so wie der Rechner neben mir gerade schon wieder abföhnt. Oder sie denkt sich, hier kommt der Sommer. Ja, das ist immer ein bisschen früh für. Naja, du hattest das ja neulich schon. Ja, ja, da hat sie sich genau das wieder gedacht. Da hast du gesagt, ach, Undervolt ist mir doch egal, ich laufe trotzdem mit voller Leistung, obwohl ich es eigentlich nicht bräuchte. Ich gestehe, ich werde wahrscheinlich erst mit der nächsten Grafikkarte mit dem Undervolting anfangen, weil wenn ich jetzt mit der 2060 das mache, da werde ich Probleme kriegen beim Streamen. Ja, das könnte Spuren von Langsamkeit enthalten. Ja, genau. Ach was, das nennt man doch Entschleunigung. Wir entschleunigen einfach den Stream. Oh ja, genau. Ja, tja, Leute, ihr kriegt jetzt leider nur noch 15 Frames die Minute. Genau, und die könnt ihr per Handschlag persönlich begrüßen. Ja. So. Also, wenn es bei euch klingelt, Leute, ne? Das ist der Postbote, der euch Frames bringt. Das finde ich tatsächlich gerade sehr gut. Wir liefern unsere Frames jetzt mit DHL aus. Naja, die sagen Overnight-Lieferung. So, okay. Ach, mit 7, da habe ich natürlich nicht den richtigen. Wir müssen auch mal, wir müssen uns, glaube ich, mal auf ein Spiel einigen, Markus. Mhm. Ach, Mist. Okay. Wie meinst du das? Shift P und... Oh mein Gott, wie konnte ich nochmal... Jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, wie man malen kann. Block in die Hand, die mittlere Maustaste. Ach, danke. Das ist doch die mittlere Maustaste. Ich habe mich nicht getraut, weil dann wird nachher wieder alles eingefärbt. Das passiert erst, wenn du dabei Shift oder Steuerung gedrückt hältst. Oder ja, noch schlimmer, genau. Steuerung und der Sven Shift. Der Sven hat da keinen Bock drauf. Genau. Kann so. Spuren von Paranoia enthalten. Mhm. So, ich muss mal ganz kurz... immer ein Looky-Looky machen. Ob Kalle den heutigen Stream nächste Woche Donnerstag gucken kann, das kann ich jetzt gerade tatsächlich auswendig nicht ganz genau sagen, weil wir momentan recht viel Content haben, den wir durchiterieren, also abwechselt immer. 7 Tage. Die Streams werden 7 Tage vorgehalten. Ach so, du meinst auf Twitch? Ja, auf Twitch sowieso. Ja. Was, nur noch 7 genau. Tage? War das nicht mal mehr? Ja. Nein, es sind 7 Tage. Ach du Scheiße, das ist ja gar nichts. Okay, das ist jetzt richtig doof. Okay, dann müssen wir... Okay. Jawohl, nee, es dürfte sogar gehen. Last Engineer, danke dir für den Follow. Das
du dir jetzt gedacht, oh, ich habe das Abo schon geschenkt gekriegt, jetzt muss ich auch mal den Follow da lassen, damit ich es benutzen kann? So. Achso, ja, die Lieferzeit, bis die Frames dann angekommen sind. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich bin mir nicht so sicher, warum der Markus hier mit so halben Blöcken gearbeitet hat. Einfach um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, aber irgendwie rückblickend betrachtet war es wahrscheinlich irgendwie nicht cool. Das war nicht die coolste Idee, die du je hattest. Dann flexst du es halt weg und machst halt mit geraden Blöcken. Das ist ja in Ordnung. Das zwingt dich ja keiner, das also so beizubehalten. Hier machen wir auch nochmal was, dass das irgendwie ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Okay. Und abgesehen davon hat es natürlich auch den Vorteil, dass wenn die Triebwerke ein bisschen nach innen versetzt sind, können sie auch nicht ganz so leicht getroffen werden. So, eins, nein, vier. Nur hier ist irgendwie ein bisschen doof. Naja. Okay, irgendwas das heißt, ist ja immer. Das muss ich von außen machen. Sonst paint ich hier painted black. Leute. Ich sehe eine rote Tür und ich möchte sie schwarz anmalen. So. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das umwerfendste aller Schiffsdesigns ever. Was? Au, au, au. Fliegst du wieder gegen Kinder? Ja. Wenn der Sven hängen bleibt, ja. Okay. Ich glaube, das, was ich hier gleich machen könnte, mir gefallen. Okay, dann müsste ich. Kann Spuren von persönlicher Zufriedenheit enthalten, oder was? Ja, genau. Kann Spuren von persönlicher Zufriedenheit enthalten. Ist doch ein Ding in diesem Spiel, oder? Ja. Oh. Man muss ja irgendwann muss man ja auch mal den Ausgleich zum Monk haben, ne? Ja. Oder dieser eine Moment, wenn der Monk sich mal kurz denkt, ha. Ach, die halben Blöcke stehen jetzt außen statt innen. Okay. Flex einfach weg. Flex sie einfach weg. Ich flexe alles weg, ja. Ich mache einfach alles neu. So. Genau, das komplette Gebäude einfach von vorne. Oh, es ist schon ein hübsches Geräusch, wenn die... Wenn die Raffinerien einfach mal sich so denken, yeah, da kann ich mal direkt mit anfangen. Also mit Dingen. Hier kommt gerade wieder Zeug rein. Okay, das muss raus. So. Ah, das fällt mir gerade auf. Das ist jetzt, das muss ja eigentlich auch noch eins tiefer. Also, weißt du, was ich mir dabei gedacht habe? Wahrscheinlich nichts. So, hier müssen wir dann darüber und da ist die Schräge hier. So. Ist das richtig? Könnte klappen. So. Gab's nicht hier einen Block, der genau das hier irgendwie... Ja, okay, so war das. Nee, das ist nicht der Block, den ich meine. Welchen? Ich suche den Block, der die Halbschrägen, diese dicken Schrägen, miteinander vereint, fusioniert. Lass mich raten, der ist bei den Ganzblöcken dabei. Der die Halbschrägen, du meinst die 2x1 oder was? Wo sind wir gerade? Da. Nee, das ist nicht der richtige. Ach, weißt du was, dann machen wir es halt anders. So. Sven löst das Problem einfach aus. Der Sven ist bei den. Moment, ich kann dir gerne hinsetzen. Nein, es funktioniert ja eh. Okay. Ja. Ich lass dich einfach machen. So. Shift P. Und baust dann eigentlich hier nämlich direkt den hier rein und
So. So, was fehlt denn jetzt hier hinten noch? Den Heat Vent habe ich, glaube ich, schon gesetzt, oder? Ja, genau. Und das war dann auch ziemlich das Letzte, was ich hier gesetzt habe. Das heißt, da können wir jetzt... Oh, es ist so schön. Was? Also mal abgesehen von der Motion Sickness ist halt, sich frei bewegen können, um Sachen zu schweißen, echt eine schöne Sache. Ach so, du meinst, wieder ein Jetpack zu haben? Ja. Ja, tatsächlich, ich find's hier gerade bei dem Gunship auch ganz nett, das wieder zu haben, weil, das mit Leitern und irgendwelchen Behelfsblöcken zu bauen, hat auch wenig Spaß gemacht. Gebe ich offen zu. Ja. Plus, es hat halt irgendwie alles gefühlt so viel länger gebraucht, ne? Nee, ja, das ist ja schon so ein bisschen die Überlegung von dieser Mod gewesen. Also, die sollte es ja schwerer machen, aber ja. Andererseits, da sollte ich natürlich auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass ich hier nicht ganz alleine spiele und euch beide jetzt vielleicht auch nicht so sehr überfordern sollte auf Dauer. Nee. Das, also, überfordernd war es jetzt nicht. Ich habe halt einfach sehr viel weniger gebaut, weil ich halt für alles irgendwie 5 mehr Anläufe gebraucht habe. Ja, das ist die Konsequenz daraus. Ist, genau. So. Also ich glaube, das Scrapyard Engineer Szenario werde ich mit dir eher nicht so spielen. Wieso? Ja, weiß nicht. Das, also wenn du das schon lang findest, dann ist Scrapyard Engineers richtig fies, weil in Scrapyard Engineers kannst du nicht mal alle Blöcke bauen, sondern nur noch einen Teil. Du musst die Sachen, die du nicht bauen kannst, in der Welt finden. Und du hast anfangs nur einen Rover. Das heißt, du kannst auch nicht irgendwie sagen, ich fliege jetzt irgendwo hin oder sonst was. Nö, ist nicht, weil Triebwerke kannst du auch nicht setzen. Die musst du auch finden. Und die spawnen, wenn du Glück hast, mal so 3 Stück auf einmal. Kleine. Also kurzum, du bist ewig damit beschäftigt, in der Welt rumzufahren. Und wenn du das dann hinter dir hast, dann wird es nochmal lustig, weil dann musst du nämlich auch noch das Zeug irgendwie zusammenkriegen. Und du hast als Möglichkeit Merch-Blöcke und Weltpads. Das war's. Das heißt, du brauchst dann auch noch einen Kran, mit dem du die ganze Zeit rumoperieren musst. Du also irgendwie den Block, den du gefunden hast, irgendwie aufnehmen, irgendwo erstmal hinpacken. Dann, falls du eine Basis hast, fährst du das Zeug dann erstmal irgendwie Ewigkeiten über Land dahin. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Mit lustig wobbelnden Rovern. Ja, wenn du ein bisschen Pech hast und der Anhänger durchdreht, ja. Ja. Also ist es witzig, ja, aber ist es auch sehr schmerzvoll irgendwo. Das ist dann halt schon so die Variante von dem Spiel, von dem, wie viele Schmerzen möchtest du haben? Ja, alle. Ja. Die Antwort ist ja. Genau, ja oder alle. So, wie viel... Machen wir einen Flugtest? Eigentlich weiß ich noch nicht, ob die Schüssel für den Flugtest weit genug ist, aber ich glaube, wir machen einfach einen. Vorher sollte ich aber noch irgendwo einen Konnektor hinkleben, dass wir auch wieder sowas wie landen können. Der sieht jetzt nicht schön aus, das weiß ich selber. Die nächste spannende Frage ist, ach, Raptor haben wir ihn genannt, okay. So. Wir können doch hier rauflaufen. Du musst doch gar nicht fliegen. Switchlock. Ja. Triebwerke. Genau, Space Engineers, die Dark Souls Edition. Das finde ich eine schöne Beschreibung. Ja, irgendwie schon. Kamera. Okay, was ist welche? Das ist die 3. Oh, sind uns tatsächlich die Herstellungskomponenten. Kamera 2. Kamera 3. Und die andere ist dann... Ach, das wird in der Front sein. Ja, okay. Dann kriegt die schon mal den Namen Front. So, die andere ist dann links. Und zwar ist das jetzt auch wieder sehr, 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 sehr cool, weil 3 ist links und 2 ist rechts. Da kann man schön durcheinander kommen. Okay. Warum hat der Markus jetzt hier so diese Ausbeulung oben gebaut? Sollen da mehr... Die Idee war, dass wir oben so eine Ebene machen, die ähnlich ist wie das, was wir auf dem anderen Ding hier haben. Okay, also quasi wie ein Tower. Ja, genau.
Aber das war nun, das ist auch nur ein Serviervorschlag. Wenn du meinst, nee, mag ich nicht, kann weg, dann kann's auch weg. Ah, ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Das, was wir natürlich machen können, ist, wir können da noch ein Stockwerk draufklatschen. Was im Prinzip quasi nochmal ein großes Lager ist. Also sowas, was wir auch schon unterirdisch haben. Dann haben wir halt so viel Lager gebaut, wie wir halt nie brauchen werden. Genau. Was zur Hölle. Okay, Markus geht scrappen. Ich setze mich derweil schon mal die nächsten ich mache einen Testflug. Minuten schon in den... Okay, Markus macht einen Testflug. Ich gehe dann schon mal in unseren ADAC-Flieger. So. Fliegt sich ganz okay, allerdings könnte er sich ein bisschen besser drehen. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Hier. Nein, das hier. Server Limit ist im Moment hier ausgeschaltet. Also wir können uns so viele Blöcke reinfeuern, wie wir wollen. Im schlimmsten Fall wird es irgendwann langsam oder die Welt verreckt. Ich verstehe diesen Block. Okay. So. Und dann hier 8. So, dann machen wir hier noch ein bisschen dicht, dass es irgendwie auch schön aussieht und nicht alles so halbfertig. Wollen wir das so machen? Oder? Können wir eigentlich. Nee. Ja. Ja, der ist jetzt wieder nur halb hoch. Tja, und da sind wir dann schon wieder durch. Na toll, da hätte ich schon mal irgendwie früher reinbauen müssen. Ja, das war ungut. Was habe ich da jetzt gerade abgeguckt? Das hier, dann bleibt das hier so. Der Sven macht sich's einfach. So, das bleibt jetzt so. Ja, und komisch, dieses Design zieht sich beim Sven halt irgendwie durch, Leute. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Was zieht sich durch? Dieses halbe schrägen Blockdesign. Ist doch erstmal nicht schlimm. So. Ach, schon wieder die. Vielleicht mache ich mal die Taschenlampe aus. Ist ja gerade Tag. So, dann setzen wir uns hier mal rein. Das ist denn da auf der anderen Seite gebaut gewesen? Das ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt hier nochmal aussehen muss, um das rauszufinden. Ja, genau. Da oben könnte man auch etwas Freundlichkeit draufstellen. Ja, aber wir werden hier halt so gut wie nicht angegriffen. Also, wir wurden hier bisher nur von Spinnen begrüßt. Ja, das berühmte letzte Worte. Nein, ernsthaft, wir wurden hier bisher nur von Spinnen besucht. Das ist ja das absolut korrekt richtig. Und wahr. So. Also, ich stell die Aussage jetzt in irgendwie nicht passiert. Was ist denn jetzt los? Was? Warum kriege ich Schaden? Hab ich mir das Bein gebrochen? Spinne? Ah, nein, wir haben Sturm. Ach so. Ja, dann Helm zu. Und ich war genau einen halben Block zu hoch. Nee, Sturm macht eigentlich immer Schaden. Ach so. Das hat nichts mit der Höhe zu tun, sondern einfach nur mit dem Umstand, dass du dann deinen Helm offen hast und im Grunde genommen atmest du dann Staub. Oh. Okay. warte mal, das passt doch auch nicht. Leute, das passt doch auch nicht. Da hat sich doch der Sven schon wieder... Die BPM sind stark in diesem Mann. So. Nein, nein, ich will hier ordentlich bauen. So. Sag ich doch, die BPM sind stark. Nein, Scheinwerfer. Ja, Scheinwerfer war es. So. Oh. Und wahrscheinlich werden sich einige Leute überlegen, warum der Sven nicht... die Dinger? Quer? Nein, hoch. So. Okay. Nein. So, und nur natürlich auch nochmal hier an, falls ihr euch fragt, warum ich hier nichts blueprinte, ganz einfach, das Schiffsdesign gab es bisher noch nicht. Deswegen kann ich es logischerweise nicht blueprinten. Ich muss es erstmal bauen, um es blueprinten zu können.
Und ich bin ein Vollpfosten hoch 10. Macht der Sturm Blöcke kaputt? Nein. Ich glaube, Wetterschaden habe ich ausgeschaltet. Nee, dann ansonsten. Ansonsten raste ich aus. Nee, ich habe. Kann es sein, dass der Baum, wenn er im Sturm steht, Dinge kaputt macht? Nein, der Baum ist der Baum ist in etwa so physikalisch wie Geisterbillboards in Such den Spieler aus, das man Geisterbillboards hat. Ich weiß es doch gerade auch nicht. Okay. Okay, na gut. Ich hab hier nämlich gerade Dinge gebaut und dann war ein Block kaputt. Your health is critical. Ich krieg gerade Gesundheitsaua. Hä? 1, 2. Ich hab da aber gerade auch von irgendwas Schaden gekriegt. 2. Dann bleibt der hier frei. Was? Hallo. Hallo, ich bin gerade kurz spontan. Soll ich davon einen Screenshot für dich machen? Kannst du gerne tun. So, warte. Ah, oh, Mist. Stopp. Nein, nicht despawnen. Ich muss erst das Richtige raussuchen und jetzt muss ich screenshotten. So, Sekunde. Screenshot. Juhu! Oh mein Gott, ich hab's genau vorm Respawn geschafft. Oh nice. Mein Gott, wie gut. Beim Despawn, genau. So. 7. Ja, ich glaube, wir sind doch geblitzdingst worden. Lars Engineer, schön, dass du da warst. Bis bald wieder, hoffe ich. Und ja. Blitzdingst? Dir noch einen schönen Abend. Ja, ich sehe auf jeden Fall Blitze. Ich dachte eigentlich, die wären ausgeschaltet, aber irgendwie bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ich habe nämlich gerade eben irgendwie auch, als ich dann in der Ecke war, in der du aktiv warst, auch schön auf die Mütze bekommen und bin dann aus. Ach, das könnte natürlich sein, dass es Blitze waren, die Blöcke direkt vor mir kaputt gemacht haben. Ja, das entwehrt sich einer gewissen Logik. Und da kamst du um die Ecke und Gott dachte sich so, fick dich. So, wie sieht denn das jetzt von außen aus, Leute? Ich finde es irgendwie auch grundsätzlich es hat schon sowas für Gott dachte sich, fick dich. Fand ich gerade irgendwie schön. Tja, wisst ihr was? Dann machen wir doch hier noch einen rein. So. Ja, komm. Eins. Das sind zwei. Ja, ist okay. Ja, richtig. Ich habe die Klappspaten gemacht. So. So müsste es richtig sein, damit das einigermaßen aussieht. So, dann schauen wir jetzt mal, ob die Schüssel jetzt irgendwie ein bisschen schöner fliegt, mit etwas mehr Gyros drin. So. Vielleicht auch idealerweise noch mit Triebwerken dran. Oh ja. Das gefällt mir besser. Okay, SDRG. Nein, Stift mittlerem. Antrieb ist schön. Mittlere Maustaste, ja. Wie sieht es mit Wänden und Bremsen aus? Auch mächtig. Tapete. Ja. Doch, ich glaube, damit können wir was anfangen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das da oben jetzt irgendwie noch ein bisschen fertig gebaut kriege. Und vor allem Munition wäre ein Ding. Haben wir denn überhaupt noch Magnesium irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Ich habe in der Küche noch Tabletten. Okay, schön. Dann drück die doch bitte gerade mal kurz in dein CD-ROM-Laufwerk und lad sie ins Spiel hoch. Oh mein Gott, das war auf Punkt. Karl, der ist tötet, Leute. sehr gut. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich kann das nicht durch das CD-ROM jagen. Ich muss es leider durch den Scanner jagen. Oh. Lass mich raten, CD-ROM-Laufwerk gibt's nicht mehr. Exakt. Eigentlich schon seit 3 Rechnern nicht mehr. Ja. So.
Ich habe es richtig cool gemacht. Ich habe mir extra ein CD-ROM-Laufwerk gekauft. Boah, geil, die Access-Panels für Small Grids sind ja auch hübsch. Ist da irgendwas drin, was man womit man irgendwas machen kann? Oder? Warte mal, ich brauche mal kurz Teilchen. Nö, da ist nichts drin. Sieht einfach nur. Oh, ich habe da gerade eine Idee. Warte mal, das, ich will wissen, ob das klappt. Wo können wir das hinbauen? Links, rechts, nirgendwo. Da vielleicht. Okay, Stahlplatten. So, nehmen wir hier ein paar mit. So, eins. So, die Scharniere sind unten. Was? Nein, jetzt steht hier so ein Teil im Weg. So, nee, man kann nicht draufstehen, schade. Jetzt steht hier ein Herrengedeck im Weg. Was mach ich denn jetzt? Ich komm doch da nicht ran. Warum nicht? Ich komm doch damit nix ran. Ich bleib doch, wenn ich eins von meinem Schiff nehme, um das Ding wegzukarren. Oh, das könnte. Ja. So. Ja, da ist das Herrengedeck auch im Weg. Was habe ich denn da gemacht? Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist leicht. Wolltest du nicht eigentlich mal einen Gabelstapler bauen, mit dem wir die Herrengedecke durch die Gegend karren können? Das ist korrekt, dass ich das tun wollte. Dann sind irgendwie Dinge passiert und ich habe es vergessen. Ja. Diese vergessenen Dinge. Ja. Ja, nicht vergessen. Es war halt einfach getreu dem Motto A führt zu B führt zu C Problem und hat sich dann da wohl irgendwann mal ein B Problem dazwischen gemogelt. Ja, genau. Wo sind denn die halben Blöcke drin? Die halben Blöcke sind entweder bei den 2x1 oder bei den 2x1 Schrägen, die meisten davon. Ja. So. Also irgendwie finde ich das mit den Paneelen cool. Ich weiß halt nur, also ich meine, die haben jetzt keine wirkliche Funktion, außer hübsch auszusehen, ne? Das sagt er so. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob die nur hübsch aussehen. Also das eine, das ich gerade hatte, das kannst du einfach aufklappen und dann ist es aufgeklappt. Das hat keine Knöpfe, Buttons oder sonst was drin. Also das, das gehörte definitiv zu der Nummer. Ich kann hübsch aussehen. Okay. Okay, was mache ich denn jetzt mit dem Herrengedeck da? Mit der Hummel abschleppen? Mit der Hummel abschleppen? Der Hummel. Die könnte schmal genug sein. So. F6 und P. P. So. Ui. Hab ich's vermisst. V. Ja, aber an der Stelle bringt es uns nichts, das da reinzubauen. Da unten, das ist zu fett. So. Das hier wäre prinzipiell ganz nice. Aber da weiß ich nicht. Also wenn überhaupt, müssen wir es vielleicht hier hinpacken. So vielleicht. So, dann gehen wir auf die... Warum ist denn da keine Kamera mehr? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war kaputt. Oh. Wie das immer das so ist, wenn plötzlich irgendwelche Dinge nicht mehr da sind. Nee, nicht parken. Das hat natürlich keinen Sinn, außer... Sehe hier tatsächlich keine Kamera mehr. Dann machen wir aber hier hinten das Zweier rein, oder? Und wieso habe ich nur zwei Auspuffrohre an dem Ding? Das sollte doch richtig knattern. Ich glaube irgendwie, das sind Dinge im Laufe der Verwendungseinsätze ein bisschen abhanden gekommen. Oh, dann gucken wir mal. Au. So, wo fangen wir an? Fangen wir an der Schräge an? Ja, fangen wir. So, weißt du, wo jetzt das Herrengedeck hinkommt? So. Ha! Oh mein Gott. Jetzt haben wir noch Access Panel. Ich habe eine Idee. Wir haben doch da noch so ein Teil, so eine Grube. Ich glaube, da könnte man von oben einfach die Herrengedecke reinfallen lassen. Das ist richtig, das könnte man tun, wenn man die wieder aufschweißt. Ups, Entschuldigung. Diese Lache, oder? Okay. Was meint ihr?
Dafür kriegen wir ein Abo. Shugata, dankeschön. So, jetzt sehe ich natürlich nicht mehr, wie ich einparken kann hier. Noch ein Stück nach vorne. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Was jetzt machen wir jetzt nur hier so oben? Und da ist das meiste eigentlich schon durch. Hier fehlen noch an der Seite die anderen Schrägen. Das machen wir da auch mal gerade fertig. Und wenn wir schon dabei sind, so nach dem Motto. Und dann ist auch, glaube ich, langsam mal Zeit, ne? Wo ist er denn? Was macht er denn? Warum hat er hier Dinge? Was? Tja, das ist jetzt irgendwie nicht so auf Mars geparkt. Was meint ihr? Naja, es ist grün. Was? So. Ah, nix. Sven hat nur laut gedacht. Ja, Sven hat laut gedacht. Ist okay. Ja, genau. So. Heute wieder für euch im Stream, Pöbel Sven. Was? Nein. Naja, doch ein bisschen. Das wäre eigentlich auch eine Idee für einen Merch-Shop, oder? So bestell dir deinen persönlichen Pöbel Sven für zu Hause mit so einem Sprachding. Naja, das ist quasi wie das Waifu-Kissen. Da muss dann nur so ein Knopf rein, ne? Wie bei den Teddybären früher. Und dann, gib ihm. Ja, und dann müssen da ja nur ein paar MP3s rein. Ja, genau. Wir hatten das schon wieder gebaut. Das ist alles schief. Mein Kaffee ist leer. Oh, hier muss ich pipi. Was sagt denn die Uhrzeit? Ganz genau. Ganz genau das. Pipi ist doof. Raufasertapete, Kopf vom Zombie so reingeplant. So gut. Ha, schön. Ja, gut. Aber ich würde sagen, für heute ist jetzt oder für jetzt ist erstmal wieder gut. Genug Pöbel Sven, genug Markus. Ja, freue ich mich. Schön. In diesem Sinne, wieder danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.